Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Ich darf Sie wieder einladen, mit mir den zweiten Adventssonntag zu begehen. Und so wie am vergangenen Sonntag möchte ich Ihnen eine Legende erzählen. Weil heuer der zweite Adventssonntag gerade auf den 6. Dezember fällt, möchte ich Ihnen eine Nikolausgeschichte erzählen. Nicht eine von den bekannten, sondern eine, die ich gefunden habe und die mir besonders gut gefällt, weil sie einen sehr tiefen inneren Gehalt hat. Sie wissen, der heilige Nikolaus war Bischof in Myra, einer Hafenstadt in Kleinasien. Dort lebte zu seiner Zeit auch ein reicher Kaufmann. Er war reich. Und wenn man reich ist, ist die Gefahr, dass man immer noch reicher werden möchte. So war das auch mit diesem Kaufmann. Da erschien ihm eines Tages der Teufel und sagte zu ihm: Möchtest du der reichste Mann der ganzen Stadt werden? Ja, sagte der Kaufmann, das wäre großartig. Der reichste und angesehenste Mann in der ganzen Stadt. Gut, sagte der Teufel. Ich möchte nur eine Sache von dir, dann wirst du deinen Reichtum bekommen. Ich möchte von dir dein Herz haben. Pah, mein Herz, wofür ist das schon nötig? Ja, ich gebe dir mein Herz, sagte der reiche Kaufmann. Der Teufel berührte seine Brust mit der kalten Hand und sofort wurde das Herz in der Brust des Kaufmannes kalt und hart. Und von diesem Tag an tat er alles, um seinen Reichtum zu vermehren. Wenn jemand Schulden hatte, trieb er sie unbarmherzig ein. Wenn jemand ihn um etwas bat, war er abweisend und kalt. Wenn jemand etwas brauchte, ging er achtlos vorbei. Und er wurde wirklich von Tag zu Tag reicher, bis er der reichste Mann von Myra und Umgebung war. Aber womit er nicht gerechnet hatte, er wurde zur selben Zeit auch einsam. Einsamer und abgelehnter von Tag zu Tag. So war er reich, aber traurig. Da begegnete er dem Bischof Nikolaus. Nikolaus sah das traurige Antlitz dieses reichen Mannes und fragte ihn: Was ist mit dir los? Warum bist du so traurig? Gott liebt uns, du darfst dich freuen. Ach, sagte der Kaufmann, ich bin der reichste Mann, aber auch der einsamste. Niemand will mit mir zu tun haben. Da sagte Nikolaus: Ich verstehe, du hast ein hartes, steinernes Herz. Ich weiß, was du tun kannst, um wieder gut zu werden, aber es ist eine bittere Medizin. Es wird dir nicht leicht fallen. Der Kaufmann sagte: Egal, was es ist, ich möchte wieder Freunde haben. Sag mir, welche bittere Medizin ich nehmen muss. Und Nikolaus sagte zu ihm: Beginn zu teilen. Geh nicht achtlos an den Menschen vorüber. Lass dein Herz sprechen. Und auch Nikolaus berührte die Brust des Mannes. Plötzlich sprang das harte Herz und wurde weich und fleischlich und menschlich. Und zögernd begann er Tag für Tag, die Bettler an seinem Weg zu beachten, Menschen etwas zu borgen und zu schenken und auf diese Weise seinen Reichtum zu verteilen. Er war nicht mehr der reichste Mann. Aber er war glücklich. Er hatte wieder Freunde. Er konnte wieder leben. Und das ist die Legende von dem reichen Mann, dem Nikolaus half, ein froher Mensch zu werden. Auch heute sage ich Ihnen, dass das nicht nur einfach eine nette Legende ist, sondern dass das in der Bibel steht. Diesmal müssen wir zum Propheten Ezechiel schauen. Ezechiel im 11. Kapitel, die Verse 19 und 20. Dort finden Sie das. Gott gibt uns ein neues Herz. Er nimmt das steinerne Herz aus unserer Brust und schenkt uns ein Herz aus Fleisch. Ich wünsche Ihnen, gerade jetzt, wo das Jahr der Barmherzigkeit beginnt, dass Gottes Liebe Sie berührt. Und dass Sie die Barmherzigkeit Gottes empfangen und schenken können. Alles Gute, einen guten zweiten Adventssonntag, eine gute Woche mit Maria Empfängnis
und freuen wir uns auf den nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.